Dass wir so schnell Tore gemacht haben, war nicht zu erwarten, aber wir haben das ganz gut gelöst und sind dann auch glücklich in Führung gegangen, relativ schnell. Aber zu erwarten war es nicht unbedingt. Ja, die frühen Tore waren, glaube ich, schon ausschlaggebend. Wir waren irgendwie die ersten 5 Minuten nicht so richtig im Spiel, kriegen zwei Einzelaktionen von Meier, glaube ich, der es natürlich auch zweimal brutal gut macht. Und ja, das zweite Tor war, glaube ich, noch ein Fehlpass vorher bei einem Einkick. Und das hat uns so ein bisschen am Anfang in den Zahn gezogen. Und als wir dann im Spiel waren, haben wir einfach das Tor nicht gemacht. Gerade am Ende mit Flying Goalkeeper müssen wir einfach nur das Tor treffen und dann geht vielleicht nochmal was. Wir haben relativ gleich gespielt, aber ich glaube, die haben uns individuell nicht so stark eingeschätzt. Wir haben dann doch, konnten die überraschen mit Einzelgängen, hatten viele Torchancen. Vielleicht haben sie uns da ein bisschen unterschätzt. Ja, und wir haben das ganz gut genutzt eigentlich. Ich weiß, ich war eins dieser Spiele, wo wir, glaube ich, noch 2 Stunden spielen können. Wir machen einfach das Tor nicht. Ich meine, der Torwart hat einen riesen Tag gehabt, ist immer da gewesen. Und wenn ein Tor fällt, dann fällt vielleicht auch ein zweites und ein drittes. Aber so, wie gesagt, können wir 2 Stunden spielen und irgendwie, ich glaube, wir haben uns da nichts vorzuwerfen. Also wir haben sowohl kämpferisch auf dem Platz als auch untereinander haben wir uns immer wieder gepusht. Wir haben das schlau gespielt. Wir wissen, wenn die ein Tor machen, können die schnell wieder rankommen durch den Flying Keeper, wie man am Ende gesehen hat. Haben natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, weil die viele gute Chancen am Ende noch hatten. Aber mannschaftlich haben wir das, denke ich, gut gelöst, auch intelligent. Die fahren morgens mit dem Bus hin, nachts um 3 zurück. Weiß nicht, wie viele das sind. Ich habe nicht gezählt, aber wir hatten auch schon Auswärtsspiele. Freitags um 20 Uhr in Aachen, da waren Leute dabei mit einer Trommel. Aber besser geht's gar nicht. Wenn das jeder machen würde, dann würde es doch einen Tick mehr Spaß machen. Aber so ist halt jedes Mal unglaublich, wenn wir irgendwo auswärts spielen.